Hallo, ich wünsche euch allen einen wundervollen Sonntag. Ja, eine Woche her, dass ich mein letztes Video hochgeladen habe und ich habe gedacht, Sonntag ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt irgendwie. Ja, das einzige Problem ist, dass es letztens wirklich sehr spät online gegangen ist. Ich hatte mega die Probleme, es hochzuladen. Also ich hatte wirklich irgendwie 1000 Sachen probiert und immer wieder kurz bevor es fertig war, hieß es Error. Ich habe mich so aufgeregt, ne? Irgendwann saß ich dann da. Fast 3 Stunden, glaube ich, musste ich mein Handy zur Seite legen und durfte es nicht mehr anfassen, damit das hochgeladen wird. Ja, aber es hat geklappt. Viele von euch haben es angeschaut, viele haben auch schon kommentiert und ich habe mich so gefreut, dass ihr wirklich noch am Start seid, weil ich meine, es sind wirklich 3 Jahre her. Ich habe mal geschaut, Januar vor 3 Jahren habe ich das letzte Mal was hochgeladen gehabt und ja. Ich habe schon gedacht, dass wahrscheinlich mir auch ein paar Leute entfolgen werden wegen Beauty-Zeugs und ne. Aber ist okay, kein Problem für die, die noch da sind und die sich auf die Videos freuen. Ich freue mich auch und ja, ich habe gedacht, wir machen das jetzt einfach mal. Ich weiß, es ist wirklich nicht optimal mit der Bildgröße, aber wenn ich das Handy so halte, dann stirbt mir der Arm ab, ich schwöre es euch. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. So, also ich glaube, wir fangen einfach mal direkt an mit den Sachen. Ich zeige es euch nochmal. Jetzt eben eine Woche später und dann quatschen wir gleich nochmal. Also ihr könnt wirklich sehen, die Fensterbank ist voll gepackt. Ich habe hier oben noch 2, 3 Sachen. Ja, und hier ist eigentlich der Frühling, aber wie ihr seht, ich muss sie leider schon wieder austauschen, weil die verblühen schon. Also hier kann man es, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Jo, dann starten wir einfach mal. Und zwar mit diesem Stückchen hier. Ich habe hier Mohn ausgesät, ja, der hier links... Hat es nicht so gut geschafft. Hier sieht es aber ganz gut aus. Ich habe einen kleinen Rosmarin. Mit dem freue ich mich. Ich habe nämlich Rosmarin irgendwie noch nie wirklich hinbekommen. Oh nein, ich habe sogar 3. Cool. Ja, Himbeerrose. Und das ist eben so eine kleine Topftomate. Dann habe ich hier mein Basilikum. Nochmal Hippie Zebra, Glacial Zebra. Und das müsste der Yellow Ruffle sein. Salbei. Der ist so schön. Also Salbei, da freue ich mich auch drauf. Habe ich auch noch nie selbst gemacht. Und hier Racha White. Dann geht es hier weiter mit ein paar Auberginen und unscharf. Ein paar Auberginen. Die hier wächst sehr schön. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr sind Auberginen nicht mein Fall. Ich habe zum Beispiel hier, ne? Ich weiß nicht, was da los ist. Und 2 leider musste ich davon schon wegschmeißen, weil die sind komplett gestorben. Das ist so traurig, weil ich Auberginen liebe. Ja, dann eben noch mehr Tomaten. Ja, die wachsen eben alle eigentlich ganz gut. Dann geht's weiter. Hier meine Pretty in Purple. Da sieht man jetzt schon, dass die so, wenn man es jetzt nicht so gut, ein bisschen dunkler wird. Die werden ja so ja, lila-mäßig. Die ist richtig groß schon. Hier noch eine Physalis. Hier, die habe ich euch letztens schon gezeigt. Ich glaube, die kann ich auch wegtun. Dann noch mal ein paar weiße Auberginen, Jalapeno, Scotch Bonnet, ja, Pinstripe Aubergine, das sind so gestreifte. Und hier noch mal 2 Topftomaten. Dann geht es hier weiter mit mehr Auberginen, nicht Auberginen, mehr Chilis. Ja, mit Chilis. Hier kommt noch eine Purple Jalapeno. Ja, ist ein bisschen spät, aber irgendwie kamen die nicht früher. Hier noch eine Violetta di Firenze, auch eine Aubergine. Und dann hier mein Kaffee. Ich habe euch die, nicht mein Kaffee, meine Baumwolle. Die habe ich euch letzte Woche auch schon gezeigt gehabt. Tadam. Ja. Vom Kaffee kommt nämlich immer noch nichts. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Wurzeln bekommen kann hier an dem Stängelchen. Ja, schauen wir mal. Ob ich die Tiefe eingraben kann. Ja, dann geht es hier weiter. Nochmal ein paar Chilis und hier habe ich nochmal 2 Habanero Chilis. Die sind ein bisschen spät dran, aber wir warten es einfach mal ab. Nochmal eine Tomate. Dann geht es hier weiter. Mein Sofa knarrt. Hier sind meine Sweet Chocolate Paprika. Also auf die freue ich mich. Hier Mystery, nochmal Sweet Chocolate, Raw Wit. Und hier nochmal eine Physalis. Und dann hier, die sieht ja lustig aus, ja, nochmal ein paar Sachen. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt alles einzeln zeigen soll. Wie ihr seht, ist es auf jeden Fall eine Menge. Ich
Ich habe gestern auch noch ein paar Sachen ausgesät. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Kleine Ausziehstation. Snailflower. Ich weiß nicht. Guckt euch das mal im Internet an. Die ist so schön. Ich habe keine Ahnung, ob ich es hinbekommen werde. Die kommen irgendwie aus Südamerika. Kann ich das eigentlich so zwischendrin? Nee, ich kann nicht wechseln. Ich wollte mich jetzt wieder zeigen. Mega schön. Schaut sie euch an. Dann habe ich hier Zinien, Karussell. Die sind halt so schön bunt quasi. Dann habe ich Mirabilis Salmon Sunset. Die wollte ich eben für den Balkon. Und weil ich ja noch nicht genug Tomaten habe, habe ich hier noch Tomate Afternoon Delight, Tomate Costoluto von meiner lieben Nina. Da kann ich euch mal den Instagram-Account unten verlinken. Kellogg's Breakfast auf Empfehlung von Leuten auf Instagram. Dann noch die Tomate Burattino und Paprika Mira. Dann habe ich hier noch vier solche kleinen Teile. Die sind da irgendwie schon gefühlt seit 1000 Jahren. Ich weiß nicht, da kommt nichts, aber ich will sie irgendwie jetzt auch noch nicht wegschmeißen, muss ich sagen. Warten wir es mal ab. Ich glaube, es sind Chilis und Paprika, wenn ich mich nicht irre. Ja, und hier habe ich Passionsblume ausgesät. In diesem kleinen Teil. Ja, anscheinend soll das ja bis zu einem Monat dauern, ne? Müssen wir mal abwarten. Und das hier ist übrigens meine einzige Zimmerpflanze. Ich weiß nicht, mit Zimmerpflanzen, ich kann nicht einfach nicht. Die sterben oder ja, überleben sie halt einfach nicht. Die habe ich von meiner Oma quasi geerbt bekommen, beziehungsweise sie hat ihr gehört und als sie gestorben ist, wollte ich sie haben. Und ja, sie bekommt auf jeden Fall hier schon neue Triebe. Das freut mich sehr hier unten auch. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber ja, meine einzige Zimmerpflanze. Und hier seht ihr, da fängt schon an. Und hier, ich weiß nicht. Also ich würde auf den ersten Blick sagen, ich gieße sie zu viel. Aber man könnte eher sagen, ich gieße sie zu wenig. Aber andererseits denke ich mir, dann würden diese neuen Triebe nicht kommen, ne? Hier kommt auch schon was Neues. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, Zimmerpflanzen sind einfach nicht mein Fall. Ich kann es euch nicht sagen, warum. So, dann habe ich euch letzte Woche erzählt gehabt, dass ich die Bohnen hier reingemacht habe. Was mit denen passiert? Absolut keine Ahnung. Ich meine, hier oben kommt was Neues nach. Die Keimblätter sind irgendwie ziemlich kaputt, wie man hier auch sehen kann. Wobei eben auch wieder oben was nachkommt. Keine Ahnung, ich werde das jetzt einfach mal irgendwie abwarten. Ich meine, das ist jetzt auch nur ein Test. Vielleicht muss ich die auch einfach mal Freestyle im Freiland dann machen und gucken, was draus wird. Gegebenenfalls eben Rangstäbe oder so dran machen. Jo, dann haben wir hier noch ein bisschen Basilikum. Den muss ich unbedingt irgendwie mal pickieren, habe ich das Gefühl. Das sind zwei verschiedene. Und dann für die, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich habe eine Bank quasi restauriert. Ich weiß, der Balkon ist nicht sauber. Ich meine, es ist Winter. Ich muss den frühlingsfertig machen. Hier sind Schuhe. ja. War eine alte Gartenbank, die wir auf dem Sperrmüll gefunden haben. Und ich habe sie einfach abgeschliffen und dann bunt lackiert und ich bin in love. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen random gewesen, ne? Aber ich dachte mir, ich möchte euch das mal zeigen. So, wir sind wieder auf dem Weg ins Schlafzimmer und machen hier auf der Fensterbank weiter. Vielleicht erstmal zu meinen Okras. Denen geht's wunderbar. Das ist die Red Burgundy und das ist die Clemson Spineless. Ich meine, manche hier kommen noch nicht so wirklich raus. Ich weiß nicht, ob die noch rauskommen, aber ganz ehrlich, ich habe eh zu viele. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich die hin tun soll. Ich hatte mir überlegt, ich habe ja auf dem Acker immer schon ein paar Sachen vorgezogen und sowas. Da, wo der Salat ist, habe ich mir gedacht, könnte ich meine Okras hinmachen, weil der Salat ja dann relativ zeitig geerntet wird. Ich möchte ihn dieses Jahr auch irgendwie früher ernten, weil diese Riesenköpfe, wer soll es essen? Ich meine, wir sind ein bis zwei Personenhaushalt momentan und ja, ich weiß nicht, grüner Salat ist jetzt nicht mein liebster Salat, sagen wir es mal so. Ich werde wahrscheinlich auch viel verschenken. Und ich denke mir halt, wenn die Sachen da weg sind, kann ich dann da die Okras hinmachen und die können sich dann da ordentlich ausbreiten, weil da ist ja eigentlich schon Platz, ne? Ich kann auch nicht alle davon behalten, weil es sind einfach zu viele. Ich wusste halt nicht, wie gut die kommen und sie sind erstaunlich gut gekommen. Ja, dann kommen wir hier noch zu mehr Tomaten. Leute, als hätte ich nicht schon genug Tomaten, ne? Habe ich noch welche ausgesät. Ja, Ping Tong Long, auf die freue ich mich. Das sind so lange, ganz, ganz tolle Auberginen. Es ist ein bisschen blöd geschrieben, ne? Aber ihr könnt euch mal im Internet angucken. Die haben nämlich so eine tolle Färbung. Dann habe ich hier zwei Blockpaprika in Gelb. Eine Liebesapfel. Ich weiß nicht, warum die dieses Jahr bei mir so schlecht gekommen sind. Und zwei Paar Bratpaprika. Und das hier ist die Fuzzy Wuzzy. Die hatte ich mal vor 4 Jahren. Man kann das, glaube ich, jetzt ganz gut sehen. Die ist halt total haarig, ne? Und auch die Früchte sind total haarig. Das ist der Name. Moment. Könnt ihr euch auch mal im Internet angucken.
Die sind total süß und ja, ich wollte eigentlich mehr haben, aber keine Ahnung. Es hat leider nicht so ganz geklappt. Wir gehen jetzt mal darüber. Das ist ein eine Tomatenkiste. Oh Gott, es ist mehr als durch. Striped Cavern, dann haben wir hier Orange Russian Heart. Eine kleine Reisetomate, wirklich klein. Nochmal Orange Russian Heart, nochmal, dann zwei Ananas-Tomaten. Nochmal Ananas, dann Kleeblatt von Togo sind die beiden. Die sind mega schön, die sehen aus wie Fleischtomaten, also auch so geriffelt, aber sind klein, also wie Cocktail quasi. Dann Rose Quartz, das sind ja diese Multiflora-Teile. Also auf die freue ich mich so sehr. Hier noch mehr. Nochmal eine Rose Quartz und drei Ildi, die sind auch Multiflora. Ich weiß nicht, ob ihr euch unter Multiflora jetzt was vorstellen könnt. Die wachsen ein bisschen wie, man kann sich das vorstellen wie Trauben. Also wirklich so eine Rispe mit ganz vielen kleinen Tomaten dran. Und ja, also ich kann es kaum erwarten. Ich meine, wie cool ist das denn? Also die Ernte soll überragend sein. Ich habe eben, wie gesagt, Rose Quartz und Ildi. Ich drehe euch nochmal um. Multiflora Rose Quartz und Ildi. Und ja, das sind eben diese Multiflora-Teile. Und dann kommen wir noch zum letzten. Hier habe ich zwei Ampeltomaten. Wie gesagt, die will ich eben hier drüben auf meinem Balkon machen. Da ist mein Balkon. Ja, ich kriege ein ganz kleines bisschen morgens da quasi Sonne. Aber das war es halt schon. Dann nochmal zwei kleine weiße Auberginen. Purple Smaragd, auch ganz schön. Ein bisschen wie so eine Black Zebra, aber länglich. Nochmal eine, dann die Microtom, so eine Mini-Tomate. Ich weiß nicht, wenn ihr mir bei Instagram folgt, ich hatte die mal mit den Kiddies in der OGS gemacht. Und das hier ist noch eine Terrence Tender Paprika. Ja, und so sieht es hier im Moment aus. Ich meine, total übertrieben, aber ich weiß nicht, ich kann halt einfach nicht widerstehen, wenn ich so schöne Sachen sehe. Ich gehe mal mit euch wieder ins Wohnzimmer. Ich nehme euch einfach mal so mit. Ja, ich habe ganz viele andere Sachen auch noch vor dieses Jahr. Also zum Beispiel habe ich diverse Maissorten. Ich weiß es nicht, ob ich das mit meinen wundervollen, Schneidefähigkeiten bzw. Möglichkeiten hinbekomme. Habe ich heute bei Instagram was hochgeladen. Ich versuche das jetzt mal hier einzufügen. Ich hatte ja die letzten Jahre immer mal so Regenbogenmais gehabt auf dem Acker. Ich habe hier so eine Verpackung, habe ich mal von einer Freundin bekommen. Also so sieht der nicht aus, ne? Also da sind noch ein paar Maiskörner drin. So sieht der nicht aus. Ach komm, scheiß drauf. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ich hole das einfach mal hier kurz raus und dann zeige ich euch, was ich meine. Ich glaube, das ist einfacher, ne? So, das ist selbstgesammeltes Saatgut in einer wundervollen Verpackung. Ich mache das einfach mal auf mein Sofa. Ja, also wie ihr seht, richtig, richtig schön. Die waren alle ganz unterschiedlich. Ich habe sehr viele eher so in rötlichen Farben gehabt. Ja, und der ist eben eigentlich eher ein Ziermais. Wunderschön, kannst du eben dann im Herbst mit dekorieren und so. Könnt ihr ja mal gucken. Aber man kann ihn eben nicht wirklich essen, beziehungsweise nur, wenn du ihn eben zum Beispiel zu Mehl verarbeitest. Darum habe ich mir dieses Jahr was Neues bestellt. Ja, ich zeige es euch. Und zwar habe ich bei Dea Flora bestellt. Die hatte ich euch im letzten Video auch schon genannt. Hammer. Und zwar ist das zum einen der Gemüsemais Oaxacan Green. Oh Gott, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja, und der sieht eben so aus. Ich meine, wow, oder? Und ist eben nicht nur ein Ziermais, sondern zum Essen. Dann Zuckermais Mosaik. Ja, man kann den jetzt nicht so gut erkennen. Der hat eben ein bisschen so ist der gestreift quasi. Und dann habe ich noch diesen hier. Und die fand ich alle drei so toll. Ja, die möchte ich alle auf dem Acker haben. Ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, vielleicht so an verschiedene Plätzchen, immer so ein paar in der Gruppe. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der, wie heißt das, Cross-Pollination. Wisst ihr, was ich meine? Dass die sich nicht vermischen und gegenseitig befruchten und dann eine Hybridsorte rauskommt. Aber andererseits, dann ist das eben so. ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ich habe vor, dieses Jahr auch ein paar Melonen zu machen. Und zwar auf jeden Fall die Golden Midget Melone. Das ist so eine kleine Wassermelone, die aber innen gelb ist. Und die Tiger Melone, könnt ihr auch mal googeln.
Ich habe zwar die Samen schon hier, aber da ist kein Bild drauf. Und was ich mir noch bestellen wollte, ist die Kajari oder wie auch immer Melone, weil ich da einfach total gute Sachen drüber gehört habe. Ich habe meine Tür nicht zugemacht hier. Ja, also die sollen toll sein. Und ja, Melone, ich weiß nicht, ich hatte vorletztes Jahr, ich bin hier mal eben am Aufräumen, vorletztes Jahr hatte ich eine Wassermelone, ja, die habe ich aber damals gekauft gehabt als kleine Pflanze und habe sie dann halt großgezogen und die war der Hammer. Auch wenn ich keine Wassermelone mag, aber ich meine, ich habe sie selbst gezogen, deswegen mega. Dieses Jahr möchte ich aber irgendwie ein paar mehr Melonen versuchen und das ist eben die Golden Midget, dann Kajari und Tigermelone. Und die sind eben relativ kleine Melonensorten, die sollten also in Deutschland auch ganz gut ausreifen und ja, da freue ich mich schon drauf. Die werde ich dann im April wahrscheinlich vorziehen. Ja, aber ansonsten, ah doch, die Cucamelon möchte ich nochmal probieren, aber auf dem Balkon. Und ansonsten glaube ich nicht, dass ich noch irgendwie groß was Ausgefallenes mache, was ich jetzt die letzten Jahre nicht getan habe. Ich meine, ich habe auch mehr als genug schon hier. Ja, das war's dann auch schon wieder. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was ich noch erzählen könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Und ja, bis bald. Tschüss.